Moin liebe Tech-Nerds und willkommen back zu einem neuen Video. Vor ein paar Tagen hatte ich eine E-Mail im Postfach mit dem Inhalt: Yo, Homie, was geht ab, du Spacken? Wir haben hier bei uns noch was Feines zum Verlosen. Hast du da Bock drauf, Hombre? In Liebe, MSI. Und ich daraufhin so: Yo, Diggi, na klar bin ich dabei. Bussi, Max. Ja, und nun sitzen wir hier und ich habe das Paket bekommen. Sieht so aus. Ich meine, man kann wieder absolut viel erkennen. Auf jeden Fall ist das, was ihr gewinnen könnt, hier drin. Lass uns mal reinschauen. Oh. Also, ach, mal wieder alles super gut verpackt. Leute, zu gewinnen gibt es nämlich heute das Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Calavera Collector's Case. Ja, lass uns mal reinschauen. Ich glaube, wir machen das andersrum. Oh. Ey, wieso ist das immer so gut eingepackt? So, nichts bleibt in der Box vor mir. Ich krieg alles unboxed. Guck mal, jetzt ist hier sogar noch so ein Plastikscheiß drin. Den machen wir mal ab. Ah, okay. Ist das nicht nice, Leute? Guck mal. Ein Totenkopf mit einem exklusiven Ghost Recon Headset mit Mikrofon in so einer, ja, wie von so einem Hubschrauber, so einer Optik gehalten. Ziemlich nice. Was haben wir hier noch? Also erstmal das Headset. Hallo, hallo. Mikrofon check 1, 2, 1, 2. Dann natürlich den pretty damn nice Skull. Das Ding ist richtig fett. Alleine um das hinzustellen, um das Headset damit aufzubewahren, mega nice. Was haben wir noch? Dann ist da noch so ein neumodisches Portemonnaie drin, sage ich jetzt mal, so ein Umhängeportemonnaie. Und da ist was drin. Und zwar eine Karte, die Game-Karte, also die Game-Map ist da drin. Gefällt mir. Kann man sich irgendwo hinhängen, wenn man das Spiel zockt, kann man da mal schnell gucken, wo man ist. Dann gibt es hier noch Calavera Collector's Case. Ah, hier gibt es noch eine Anleitung für das Headset. Na klar, wie man das mit der PlayStation benutzen kann, mit dem Tablet oder sonst irgendwas. Pretty cool. Und ein Brief. Ein Brief, adressiert an keine Ahnung wem. Auf jeden Fall Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Und hier sind Karten drin. Nice, hier sind dann so fancy Postkarten drin von dem Game. Von so bestimmten Orten aus dem Spiel. Ziemlich cool, auch nice, kann man nicht meckern. Und dazu gibt es noch den Exclusive Game Soundtrack auf einer CD. Falls ihr noch einen CD-Spieler habt, ich habe sowas nicht mehr, aber da sind alle Soundtracks drauf. Hier sieht man es auf der Rückseite. Und natürlich gibt es das Spiel auch dazu in der Gold Edition. Das wäre bekloppt, wenn das fehlen würde, ist ja das Wichtigste. Also ihr seid auf jeden Fall versorgt mit Headset, mit einem coolen Ständer für das Headset, mit dem Spiel, mit dem Soundtracks, mit so Postkarten, so einem super schicken Portemonnaie zum Umhängen, keine Ahnung, oder halt was weiß ich, was ihr da reintun wollt. Ja. Wenn ihr Bock habt, das zu gewinnen, dann schaut mir in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu Gleam. Das ist eine Website, wo man Gewinnspiele machen kann. Da muss man dann ein paar Dinge machen, um daran teilzunehmen. Ist aber dort alles erklärt. Und außerdem gibt es auch noch für zwei weitere Personen die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Ja, für zwei weitere Personen gibt es nämlich noch Goodie-Bags von MSI. Die legen die nämlich noch oben drauf. Das heißt, wir können drei Leute glücklich machen. Und das macht mich glücklich, wenn ihr glücklich seid. Also, schaut in der Videobeschreibung in den Link. Ja, macht einfach das, was da auf der Webseite dann von euch verlangt wird. Ist eigentlich nichts Großartiges. Meistens irgendwie folgt den YouTube-Channel, folgt irgendwie Twitter und solchen Sachen. Ne? Da kann man dann, ich sag mal, die Ticketanzahl, mit der man im Lostopf landet, noch erhöhen. Aber das ist dort alles erklärt. Ja, vielen Dank, MSI, dafür, dass wir das hier alles zusammen machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Leute. Ciao.